Ja, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Fußballmanager 19 mit Werder Bremen. Ja, heute geht es mal weiter. Ich bin immer noch ein bisschen krank, aber das Ganze muss ja hier weitergehen und deswegen, ja, aktuell kann man ja nur ein bisschen Minecraft folgen, Minecraft Yofi und so. Und jetzt muss es einfach mit FM weitergehen. Es muss einfach weitergehen. Ich bin noch mega gehypt. Die Saison beginnt und ja, ihr seht das hier schon. Vielleicht erkennt ihr das schon, Florian Stallaiken, 17 Jahre alt, eine 75. Und das ist so ziemlich krass, also so ziemlich unser krassester Jugendspieler aktuell. Dann haben wir natürlich auch noch, ja, Bennett Linder habe ich jetzt mal hochgezogen, zumindest für 4 Wochen. Eggestein hat eine 82 bekommen. Luan ist immer noch auf einer 80. Also hier auch, ja, Pavlenka 84, Veljkovic eine 84. Also dieses Jahr kann tatsächlich sehr cool werden. Ich habe auch schon einige versucht auszuleihen, die werden wir dann gleich ausleihen, also ja, gut, das werdet ihr dann sehen, unter anderem diesen Rechtsverteidiger, einfach, dass die ein bisschen Spielpraxis bekommen und wir bekommen jetzt auch Spielpraxis, gehen rein in das Match gegen Rot-Weiß Essen, ja, ein bisschen die B-Mannschaft jetzt so aufgestellt, aber ja gut, die sollen sich auch entwickeln und Amiri nach 2 Minuten, ja, Pellegrini nach 4 Minuten, ja, gut, ich kommentiere die Tore jetzt, denke ich, nicht mehr, genau, 4:0, 5:0, ich weiß nicht, was hier los ist, ist keine Ahnung. 5:0, weniger 20 Minuten gespielt. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Also hier Pellegrini oder. Oh, Grilic ist verletzt, shit. Ja, Grilic hat eine 80, ne, den haben wir ja zurückgeholt. Ja, die da vorne, die haben alle eine 1, die spielen einfach perfekt. Ja, dann bringen wir mal wieder Sahin. Unter anderem ist auch Bargfrede wieder hochgekommen, ne, Pellegrini und Grilic haben wir von Hoffenheim geholt, die abgestiegen sind. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch, glaube ich, die vorletzte Folge angucken. Und ja, bringen wir jetzt mal Jojo Eggestein und Luan können wir einfach für Amiri bringen und den dann ein bisschen weiter nach vorne schieben als hängende Spitze, genau. So eine Taktik hatte ich mir überlegt, dass ich die einfach nach vorne schieben kann, das denke ich auf lange Sicht besser. Und Glinda wird jetzt mal sein Debüt im Tor der ersten Mannschaft bekommen. Also in der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf, gewinnen das Ding, ich denke, das ist recht realistisch. Könnte natürlich auch noch anbrennen, aber ja, da bin ich zuversichtlich. 9:0. Eggesteiner Vorlage von Kier, also irgendwie Rot-Weiß Essen haben wir hier heute komplett vernichtet. Und das war nicht mal ansatzweise unsere erste Mannschaft. Ja komm, ihr könnt jetzt bitte das 10:0 noch machen. Ich meine, wenn das jetzt nicht zweistellig wird, das wäre echt ein bisschen schade. Ja, gut, dann wohl nicht. Ja, also wir müssen jetzt auf jeden Fall unsere Vorbereitung so ein bisschen durchgehen. Hier, dass die Spieler eine gute Note bekommen und so weiter, gut in Form kommen. Gladbach will Eggestein für 20,5 Millionen verkaufe ich nicht meinen besten Stürmer. Genauso wie nicht Rota für 10 Millionen weg. Stade-Rennes 6 Millionen für Newbie kann man sich überlegen, aber nein. Odoi, nein, nach für 1,8 nach Nepal ja wahrscheinlich. Glinda, und das ist Verkauf. Okay, verkaufen will ich ihn nicht. Ausgeliehen hätte ich ihn vielleicht sogar nach Red Bull Salzburg. Kräuter Fürth kann Cemil Özer. 60, 17 Jahre jung, Leihgebühr, Gehaltsübernahme, darf nicht gegen uns spielen und damit können wir ihn auf jeden Fall verleihen. So ein paar Leute, dass sie einfach Spielpraxis bekommen, habe ich mir überlegt, weil es macht keinen Sinn. Wir haben eine echt große zweite Mannschaft, wir haben eine Jugendmannschaft, wo sehr viel rauskommt, also sehr viel Potenzial und das macht nicht wirklich Sinn, wenn wir das jetzt nicht machen. Ein talentierter Spieler, wie talentiert ist der? Ah, okay, sehr talentiert sehe ich schon. Ja, Marcel Matz, 11 Millionen nach Lyon, das werden wir nicht machen. Adonis für 900.000, ja, wir haben aktuell keinen besseren Stürmer in der zweiten Mannschaft. Und Schäfer für 400.000 nach Sion. Ja gut, das könnte man sogar machen. Wir werden diesen Adonis oder so, den werden wir nicht verkaufen, weil wir haben aktuell irgendwie sau wenig Stürmer. Und ich habe ja auch sogar schon Hassel ausgeliehen nach Fürth. Dolk ausgeliehen für eine gute halbe Million nach Magdeburg in die zweite Liga, ist 18 Jahre jung, hat eine 68, ja, dann geht's los. Gila, das habe ich angesprochen, nach Braunschweig für 50.000, ja, kann man machen. Aidonis für 900.000 nach Kaiserslautern, ja, das macht null Sinn. Dann haben wir für 130.000 Dribbelin nach Zwickau, das können wir auch machen, Dribbelin war früher ja mal ein guter RM. Jetzt heute ist er nicht mehr so wirklich da vertreten und deswegen dachte ich, leihen wir ihn einfach aus. Jetzt geht es gleich gegen Mainz in einem Turnier. So, Grilic ist noch verletzt bis zum 12.07. Was ist denn der 12.07.? Der 12.07. ist der 12. von diesem Monat. Ja gut, damit fällt er im Turnier ein bisschen sehr viel aus.
Dann bringen wir dafür einfach Newbie und stellen Newbie in Set M. Ja, und ich weiß, dass er vielleicht Navjabir oder so heißt. Weil versuchen wir es mal auszusprechen. Nakvabije. Und jetzt mal schnell. Keine Ahnung. Wenn das irgendjemand aussprechen kann, ab in die Kommentare damit. Also am besten in dieser Lautsprache oder so, die es gibt, dass ich die so sprechen kann. Ja, solange werde ich ein Newbie, ne? Ist mir dann auch egal. So, dann starten wir mal mit Glinda für Sheehan. Und Pavlenka, ja gut, der kann immer noch auf der Bank bleiben. Dass der sich jetzt nicht wirklich verletzt. Motivationstrainer für 10k können wir immer mal mitnehmen. Adrian Hase wird in der nächsten Saison bei uns spielen. Da kann ich euch nochmal eben die Jugendmannschaften zeigen. Das sind die Spieler, mit denen ich die Verträge ausmache. Das ist ein 66er, 63er, 64er, 62er und ein 64er. Alle so im Bereich 16 bis 18. Ne, 17 bis 18, genau. Ja, die sollen halt noch ein Jahr in der A-Jugend machen, weil wir haben in der zweiten Mannschaft nicht wirklich Platz. Und unsere A-Jugend soll in die erste Mannschaft, in die erste Mannschaft, genau, in die erste Liga aufsteigen. Ja, deswegen werden die noch die Saison da unten machen. Kovacic nach Vorlage von Pellegri, welcher auch immer noch in der Startelf steht. Ja, Mainz sollten wir ziemlich easy besiegen. Ich denke, das läuft auf ein 3-4-0 hinaus. Nicht unbedingt, dass wir ein Gegentor bekommen. Ich wollte gleich mal gucken, wie hat sich jetzt Stallaiken weiter. Ja, okay, der hat immer noch eine 75. Dann könnten wir Tyzankov bringen. Für Kjær hat eine 76 stark, Mann. Jojo Eggestein für Pelegi, das ist der typische Wechsel. Luan für Amiri genauso. Das wird dann einfach in der Saison auch immer voll auf diese klassischen Standardwechsel geben. Lundberg weg, dafür Sahin. Mai kommt für Stallaiken und weiter geht's. Ja, ist eine Führung gegen Mainz, ne? Wir wollen das Turnier einfach ganz locker gewinnen. Es sollte jetzt auch nicht allzu schwer werden oder so, denke ich jetzt mal. Kjær hat aber auch wirklich eine Mega-Entwicklung hingelegt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier springe, aber der hat eine 76 jetzt einfach vor. Ey, warum 1 zu 1? So, Kjær hat jetzt eine 76, ist ja auch immer noch voll jung. Und ja, der hat auf jeden Fall eine fette Entwicklung hinter sich. Gegen Heidenheim geht es dann gleich weiter. Wow. 90 Millionen für einen 86er DM, der 20 Jahre. Wow. Tah wird von Bayern beobachtet. Ja, okay. Glinda, nein, du gehst nicht nach Bielefeld. WTF, nein. Ach, und dann haben wir auch noch ein Spiel gegen unsere zweite Mannschaft oder A-Jugend oder irgendwas davon. Gleich geht's gegen Heidenheim und dann gegen Chemie Leipzig müsste das sein. So, und Maximilian Eggestein ist nur noch angeschlagen. Somit können wir ihn dann auch bald wieder einsetzen. Warum ist Mats eigentlich so verstimmt? Weil, das habe ich gerade gesehen, seine Moral ist gelb. Verstehe ich gar nicht. Der spielt gerade jedes Spiel in der Vorbereitung quasi komplett durch. Also ich verstehe jetzt nicht, warum der so schlecht gelaunt ist. Oder was da jetzt so nicht passt. Vielleicht, dass ich ihn nicht für 11 Millionen oder so woanders hin verkaufe, aber da soll der doch lieber hier bleiben. Aber keine Ahnung, was der hat. Ja, bringen wir Bargfrede, hat eine 75, ist da stark, Mann. Der hat sich so gut verbessert wieder. Mai für Stallaiken. Dann können wir noch Tyzankov für Kjær bringen. Wir bringen jetzt einen. Ja, den angeschlagenen Eggestein macht keinen Sinn. Bringen wir Luan. Wieder vorne rein. Und Pelegri für Eggestein. Und weiter geht's. Ja, den angeschlagenen Maxi Eggestein hier zu bringen, gerade wo wir es nicht müssen, das wäre ein bisschen unnötig. Ich habe ihn jetzt trotzdem einfach mal auf die Bank gesetzt, dass er wieder näher am Kader dran ist. Pellegrini nach Vorlage von Bargfrede. Er hat eine 75, Mann. Vor Beginn der letzten Saison war er komplett abgeschrieben und jetzt hat er sich aus der zweiten Mannschaft wieder komplett hochgekämpft und jetzt ist er einfach wieder da. Jetzt ist er einfach wieder da und ja, wow. Also Bargfrede gibt nicht auf. Bargfrede hat wieder ein Jahr vor sich. Wenn er sich noch mehr anstrengt, dann könnte er sogar Stammspieler werden. Also dann raste ich komplett aus. Schäfer für 370.000. Der kann er weg oder 400.000, mir auch egal. Newbie erreicht eine neue Erfahrungsstufe. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja, genau wie ich sagte, Chemie Leipzig. Gegen die spielen wir jetzt. Einfach nochmal mit der gleichen Formation. Pavlenka. Grilic muss da trotzdem wieder hin. Newbie hat eine 73. Das ist auch sehr stark. Glinda, ja gut, das kann alles so bleiben. Lundberg dann noch für Eggestein, weil den brauchen wir jetzt eh noch nicht. Ja, Bargfrede lassen wir mal auf der Bank.
Genau. Ja, gut. Starten wir so rein. Also wir haben auf jeden Fall mit Pelé, der eine 77 hat. Auch jemanden, der im Gegensatz zu der 80 von Jojo. Da vorne so ein zweiter Stürmer ist, den können wir in der Euroleague gebrauchen, im DFB-Pokal für allesamt Wettbewerbe. Amiri jetzt mit der Vorlage auf Eggestein. Natürlich Amiri und Maxi Eggestein, das ist auch noch so eine Kombi, die sich perfekt ergänzen. 3 zu 0, 4 zu 0 vor der Halbzeit. Jojo Eggestein ballert die Tore hier rein. Drei Tore, leider kein Hattrick, da hat Kovacic noch irgendwas dazwischen gemacht. Und Luan jetzt für Amiri. So. Bargfrede natürlich nochmal für Grilic. Mai für Mats, und da seht ihr, der ist gelb. Ich weiß nicht warum. Aber okay, geht's weiter. Damit sollten wir jetzt trotzdem das Turnier gewonnen haben. Bargfrede sogar nochmal mit dem Tor hier nach Vorlage von Rother. Wow, also ich weiß nicht, wo Bargfrede nochmal herkommt, aber wir können ihn auf jeden Fall noch gebrauchen. Und ich wollte den Vertrag schon quasi auflösen und jetzt hat er einfach noch 2 Jahre Vertrag und er ist immer noch richtig krass. Ich wollte das einfach auflösen und dabei hat er eine 75, das wäre vor ein paar Jahren richtig krass. Also wo wir so einen Spieler gebraucht hätten. Ja gut, wir gewinnen das Turnier, das war ziemlich klar. Wieso lehnen da so reihenweise welche die Vertragsangebote ab? Das ist ein bisschen wenig, oder wie? Hattrick, ja gut, ein Hattrick war das nicht, das haben wir ja gesehen. Jugendspieler kommt zu uns. Ja, Eggestein ist noch angeschlagen. Erschöpft sind Friedel, Rother und Kovacic. Ja, du lehnst meinen Vertrag ab. Ist das dann jetzt? Okay, Hanne gewechselt. Ein Talent drängt sich auf. Ja, das habe ich schon gesehen. Der hat eine 67, was natürlich auch krass ist, aber wir können ihn trotzdem noch nicht wirklich bringen. Und deswegen wird er noch ein Jahr in der zweiten Mannschaft machen. Der akzeptiert mein Vertragsangebot. Genau. Newbie eine neue Erfahrungsstufe. Genau. So, in 20 Tagen ist die Hauptversammlung, Jahreshauptversammlung. Da können wir dann noch ein paar Sachen erfahren. Und wir müssen jetzt gegen unsere Reserve ran. Dann würde ich mal sagen, ja, wow, Pavlenka eine 86. Bringen wir unsere beste Mannschaft, die wir haben. Veljkovic ist ja immer noch nicht da. Der wird dann ab Beginn der nächsten Woche da sein. Ja, somit bringen wir ja schon unsere beste Mannschaft. Mats eine 74 und Stallaik eine 75. Das wäre halt sogar, also ernsthaft, das wäre halt sogar eine Innenverteidigung, ne? Die könnte einfach diese Innenverteidigung, Stallaik und Mats, wie sie gerade ist, die könnte Bundesliga spielen. Vor 3 Jahren, wo wir noch so um Platz 10 gekämpft haben. Dafür würde die Innenverteidigung locker ausreichen. Jojo Eggestein nach Vorlage von Newbie. Ja, wir sollten jetzt vielleicht auch nicht unsere Reserve komplett zerstören. Es wäre cool, wenn wir so ein knappes Ergebnis hätten, aber jetzt Jojo 2 zu 0. Ja, natürlich sind sie schwächer, ne? Aber so ein bisschen Eindrücke von den Jüngeren bekommen, ohne dass sie jetzt weggeballert werden, das wäre ganz cool. Also wenn jetzt vielleicht noch jemand ein Tor schießt oder so von der Reserve. So, Auswechslungen. Pellegri hat gerade nur 76, also muss der mal rein. Lundberg, ja. Bargfrede, gut, dann tauscht ihr. Mai kommt für Mats. Ja. Halbzeitansprache, lass uns so weitermachen. Und der Assistent. Ja, unser Teamwork ist noch nicht so krass, ne, aber wir gehen ja noch ins Trainingslager und so weiter. Steff Handel, Eigentor. Ja, der ist eigentlich so gut und jetzt macht er ein Eigentor. Ne? Das ist natürlich auch nicht das, was wir brauchen. Ja, 3 zu 0 gegen unsere Reserve, das ist komplett okay. Bargfrede nochmal nach Vorlage von Friedel, also der schießt jetzt mittlerweile auch sau viele Tore. Ja, 4 zu 0 geht das Ganze am Ende aus, keiner kommt an Pavlenka vorbei. Was habe ich mir schon gedacht? Oh, und da geht es in die Euroleague Quali, denn wir müssen ja Qualifikationsspiele machen, deswegen auch dieses Mal so ein bisschen komisch, was die ganzen Vorbereitungen so angeht. 53 Millionen für Kovacic, der hat gerade eine 84, ne? Der ist jetzt krasser als Ufuk, das jemals war. Aber gut, wir müssen das verhandeln und wer weiß, für 80 Millionen oder so können wir ihn definitiv verkaufen. Die Reserve, ja, 4 Wochen lang ist Boateng noch verletzt, das ist noch sehr lang. Es laufende Verträge, vom Zusatzurlaub zurück sind Veljkovic und Sanchez und Veljkovic direkt mit einer 85 wieder da. Und Odoi kann sich auch direkt wieder nach der Verletzung auf 68 verbessern. Gladbach. Haben wir den nicht sogar von Gladbach geholt, Kovacic oder so? Ich meine, das wäre jetzt ein bisschen lame, wenn die den für so viel Geld wieder zurückholen wollen.
Ja, okay, meinetwegen. Newbie 7,5 Millionen. Ja, ist immer noch nicht so wirklich das, wofür ich ihn verkaufen will. So 20 Millionen wäre das Richtige. Louis Bayer, hat er nicht auch mal für uns gespielt? Okay, dann wähle ich mir das gerade neu. Ja, okay, Newbie nein. Heim auch nein. Ja, und wo ist jetzt Kovacic? Hallo? Muss ich das jetzt verstehen? Lundberg 2 Wochen verletzt. Ja, okay, das ist scheiße, aber das geht. Steve Morris 75, 21. Ja, gut. Und Flügel wieder in der Jugendmannschaft. Pavlenka ist der neuntbeste Spieler der Bundesliga. Tah wechselt zu Bayern für 81 Millionen. Oh shit. So, Laktattest. Bargfrede, warum bist du so faul? Eggestein, der Urlaub tat ihm gut, natürlich mit der Verletzung und so weiter, ne, das ist klar. Veljkovic, gesunde Ernährung nach der WM. Šahin, ja, von dem können wir auch noch ein bisschen was erwarten. Rother, ja, auch Urlaub tat ihm gut. Mats trainierte nach Feierabend. Amiri, ja, also unsere Mannschaft ist auf jeden Fall gut drauf. Viktor direkt auf eine 99. Kovac, ach, ungesunde Ernährung. Ja. Angebot für Doi 1,8. Nee, das ist ein bisschen low. Leverkusen wollte Dings. Stalleiken in die Reserve. Stopp! Ich will Stalleiken wieder haben, Mann. Der kommt nicht in die zweite Mannschaft. Nein, bestimmt nicht mehr. Es war wohl dann nur ein Test oder so, aber dem. Nö. Der kommt jetzt dauerhaft erste Mannschaft. Oh, und jetzt haben wir so viele verliehen, dass unsere zweite Mannschaft ziemlich klein geworden ist. Oh ja, gut, das ist eigentlich nur gut. Ja, guckt euch die Mannschaft mal an. Das ist eine ordentliche Mannschaft, 702. Damit kann man auf jeden Fall in der dritten Liga die Meisterschaft holen, denke ich. Kärcher, kurz den Sponsorendeal abwickeln. Und dann können wir. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach ja, Stalleiken. Den mussten wir jetzt ja wieder in die erste Mannschaft reinschieben. Hier eine 78 hat er jetzt gerade, weil er euphorisch. Das ist so krass, ne? Das ist einfach so krass. Eine 78 mit 17. Er ist jetzt schon eine Legende. Ja, Lundberg, er kann dann ein bisschen weg. Was ist das jetzt? Keine Ahnung. Boateng immer noch verletzt. Sanchez. Ja gut, Lundberg müsste jetzt eigentlich wieder weg, ne? Weil wenn man sich jetzt mal anguckt hier, Sanchez und Grilic, die übernehmen das jetzt. Jetzt Tyzankov natürlich auch noch für Kjær. Jetzt so langsam müssen wir auf die richtige, ernsthafte Mannschaft umspringen. Das bedeutet auch Veljkovic für Mats. Und damit haben wir eine 882er Mannschaft. Stalleiken und Mai sind sogar auf einem gleichen Level. Also ja nicht, natürlich nicht komplett. Mats mit seiner 74 hat einen Marktwert von 14 Millionen. Ja. Eggestein. Ja, ist die Frage, wen tun wir jetzt weg, ne? Newbie oder? Ja gut, Newbie muss dafür weg, weil der bessere ZM ist natürlich Maxi. Euroleague-Qualifikation sollten wir schaffen. Somit wären wir dann in der Europa League und davon gehe ich natürlich auch aus. Kovacic. Gehen wir einfach mal direkt auf 70 Millionen Forderung stellen. Mal gucken, inwieweit wir jetzt verhandeln können. Also zumindest wurde bisher noch nichts hier irgendwie abgelehnt oder so. Ey, wir sind sowas von das stärkere Team, also komm, ganz ehrlich. Also das sollten wir jetzt schaffen. Gehen wir rein ins Match. 718 gegen 882. Also als ob ihr das jetzt nicht schafft, euch da für die Euroleague zu qualifizieren. Also dann trete ich euch komplett weg. Alle Spieler aufwärmen. Ja, können wir einfach mal machen. Erstes Pflichtspiel dieser Saison Euroleague-Qualifikation. Natürlich sind die wahrscheinlich dann in der Vorbereitung ein bisschen weiter als wir, aber Grilic 1-0, das müssen wir immer noch schaffen. Und wir bringen einfach mal Pellegrini für Eggestein, weil der ist gerade null in Form und Luan für, nee, Maxi Eggestein für Amiri. Der braucht jetzt auch jede Kleinigkeit an Spielerlebnis oder wie heißt das? Spielpraxis, genau. So, 1-0, noch ein bisschen wackelig, aber
ja, so wirklich was anbrennen sollte da jetzt nicht gleich eine Stunde gespielt. Und dann sollte es auf jeden Fall auch noch möglichst 2-0 stehen, dass wir das Ganze ziemlich sicher machen. Aber ich meine, ich nehme auch ein 1-0, ist ja ein Sieg und somit das wird auch reichen. Zweite Quali-Runde, okay. Pavlenka nochmal gelb, ein bisschen Zeitspiel, aber am Ende ist es das 1-0 hier auswärts. Gladbach erhöht auf 56 Millionen, ja, aber das ist mir einfach viel zu wenig. Heim erreicht eine neue Erfahrungsstufe und unsere Reserve besiegt Preußen Münster. Heim hat jetzt auch schon eine 69 mit 21, also da entwickelt sich dann auch schon wieder was. Eddie Erdbeer hat mir eine einmalige Chance verdorben. Kovacic stocksauer. Warum? Junge, Alter, du hast deinen Vertrag hier unterschrieben. Du hast dir als einziger komplett die Chance versaut. Wenn du hierher kommst, selber schuld, dann musst du auch hier spielen, Mann. Ich kann ihn jetzt nicht einfach für 50 Millionen so, ja, geh mal zu Gladbach. Kein Ding. Hä, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Sollen wir den jetzt irgendwie nach Gladbach wegschieben, so an den Konkurrenten? Unsere Jugend war irgendwie richtig kacke. Ich weiß aber nicht warum. 64er, den könnte man eigentlich sogar mitnehmen. Ja, aktuelle Saison, Jugendmannschaft, komm her. Mach dir deine Gedanken, genau, weiter geht's. Ja, Leute, das war's dann mit dieser Folge. Das Rückspiel in der Euroleague werden wir dann in der nächsten machen. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich hoffe, ihr konntet euch das jetzt alles merken. Und ja, seid mal gespannt, wie es so weitergeht. Das kann auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Saison werden. Das habe ich zwar auch schon in der letzten Saison gesagt und dann ging alles schief. Aber ich denke, dieser Kader, der ist so unglaublich breit, flexibel und so. Ich kann mich manchmal sogar gar nicht entscheiden, wen ich aufstelle. Und das ist auf jeden Fall cool. Und ja, damit sollten wir dann auf jeden Fall eine gute Saison schaffen. Also ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. I can't explain.